Los geht es! Auf in den Tod! Yeah! Wie oft ich diesen Screen gesehen habe früher, das würde ich gerne in Lebenszeit so insgesamt mal umgerechnet haben, Mann. Immer hin und her, Planet A, B, dann eine Waffe geholt, dann Bolts gefarmt, dann Erfolg geholt. In allen fucking Teilen, Mann. Einfach geil. So! Da sind wir angekommen. Jo, das sieht aber auch schon echt fancy aus, oder? Ganz ehrlich. Cool, cool, cool. Wie viele Level hat das Spiel? Ich weiß es gar nicht. Ich habe ja an die schon keine Erinnerung mehr gehabt hier, ne? Was ist denn das da für ein Ding? Ah, das deaktiviert diese Laser, glaube ich, ne? Zum Draufschlagen. Jo, jo, jo. Was haben wir hier denn noch? Verspötter. Was ist das? Da bin ich dann Tank oder was? Verspötter. Kenne ich auch nicht mehr. Oh Gott. Das ist alles weg. Das hat der Alkohol über die Jahre vernichtet, diese Erinnerung. Ich weiß es nicht. Und hier ist ein Stargate. Hier muss ich mich wieder reinhacken. Mit welcher Seite fangen wir denn an? Lass mal schauen. Sehen beide jetzt nicht uninteressant aus, ne? Da rechts irgendwie nochmal ein bisschen abgelegen. Ja, wir gehen erstmal hier lang. Oh, ich lerne es nicht mehr. Ich sag's immer wieder. Es ist Dreieck für beenden. So, wir wechseln auf unseren Dietrich. Und so, ja, yeah, sehr gut. Und hacken mal ein bisschen rein. Um Gottes Willen. Okay, ich glaube, wir müssen erstmal ganz außen gucken, weil da sind ja diese Blockierer dabei. Die dürfen ja schon mal logischerweise vor keinem Schloss hängen, das wir wirklich aktivieren müssen, ne? Das heißt, so müssen die, glaube ich, stehen bleiben. Okay, die beiden hängen auch zusammen. Die bringen wir mal auf die entgegengesetzte Seite. So. Und den inneren, den müssen wir doch eigentlich... Ah, nee, warte mal. Jetzt sind zwei auf der gleichen Bahn, ne? Das heißt, vielleicht doch eher so. Und den in der Mitte. So. Puh. Ja, ich manchmal das Gefühl, dass ich gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, aber irgendwie hat es bisher funktioniert. Bei Yu-Gi-Oh! Gebe ich zu, war ich so ein Arsch, weil ich nach jedem Asienurlaub thailändische Karten mitgenommen habe und da ich selber Thailänder bin, konnte mir niemand das Gegenteil beweisen. Oh boy. Natürlich, bis die Karten bei uns mal auf Deutsch rauskamen, aber bis dahin war schon alles vergessen. Sick. Ja, da hast du gut reingeballert, ne? Okay, wir können mit Clank erkunden. Das ist auch schon im ersten Teil drin. Boah, das habe ich so geliebt, auch in den weiteren, wenn wir dann der große Clank waren, ne? Giant Clank, Junge, und ganze Städte plattgewalzt haben. Das war auch cool. Das war auch cool. Wollte vorhin mit dir in den Raid, genau ein vor mir war die Gruppe voll. Ja, das ist immer ärgerlich, ne? Das kann passieren, gerade am Mittwoch oder am Wochenende, wo die IDs bei allen frei sind oder einfach ein paar mehr mitwollen. Aber beim nächsten Mal klappt das bestimmt. So, erstmal an die neue Größenordnung hier gewöhnen von allem. Links kommen wir hoch. Hier kommen wir nicht weiter. Hey, wie groß sogar die Schrauben jetzt sind bei Clank. Oh nein! Oh Gott! Junge! Das wäre aber fast ins Auge gegangen. So, das mache ich jetzt schön langsam. Hier fühle ich mich wieder wie so ein Gaming-Rentner mit diesen Movements, aber... Die Steuerung ist so verdammt holzig. Und ich bin nicht dran gewöhnt. Okay, hat hin... Wow. Wow. Wirklich nach dieser... Ey, Mann. Never fucking lucky. Okay? Das gibt's doch nicht, Junge. Wer will mich denn so verarschen? Wait, jetzt, Achtung, ganz langsam. Da drin ist dann der erste Gegner. So, so, easy. Was bist du denn? Ein Frosch? Oh, das war ein neuer Gildenmember. Sad life. Bei dem waren es sogar zwei beim letzten Natria-Run. Ja, ist immer doof, ne, wenn man sich da schon sieht. Noch doofer ist es dann, wenn einer am besten noch ID hat und wieder rausgeht und man den Platz eigentlich gehabt hätte. Deswegen bitten wir ja immer darum, dass man darauf achtet. Aber gut. Beim nächsten Mal waren die Leute, die jetzt schnellere Finger hatten, ja schon drin. Und dann holt ihr euch die Plätze. So sieht's nämlich aus. Okay,
Krötengegner haben wir mit Clank. Und mehr von diesen gefährlichen Passagen. Wieso tun sie mir das an? Einmal hoch. Jawohl. Die Kisten, gerade wo wir drauf gelandet sind, die waren, glaube ich, zu stabil, um die zu zerschlagen. Da müssen wir gar nicht weiter tryharden. Aber hier sind noch mehr Frösche. Was man halt auf so einer Forschungsstation hat, ne? Andere halten Hunde zum Bewachen. Die haben einfach Frösche. Aber gut, wenn ich an das Promo-Video von der Station denke, ne? Möglicherweise waren die Frösche ja mal Hunde. Keine Ahnung, was wir denen hier antun. Ich glaube, wir werden es in Teilen dann bei Ratchet rausfinden. Aber bei Clank habe ich gerade nicht mal eine Ahnung, wo genau wir hier ankommen. Wollten ja einfach nur coole Sachen holen aus dieser Forschungsstation. Könnte also ein Infobot sein. Oder ein Gadget. Oder eine Waffe. Hier haben sie aber auch gedacht, ne? Damit die Idioten auch garantiert den Weg finden, machen wir so ein bisschen Hänsel und Gretel-Style. Und pflastern den Weg einfach mit Bowls. Clank, wir müssen die Kamera ein bisschen drehen. Ich sehe schon, das gefällt der Grafik überhaupt nicht, aber diese Wege hier, oh, die bringen mich wirklich an meine Grenzen. Ich weiß, es sieht sehr einfach aus, aber das ist eine Meisterleistung, die ich hier vollbringe, okay? Das ist eine verdammte Meisterleistung. So, ich schätze, da darf ich mich gleich dran entlanghangeln. Kommst du da hoch, Clank? Ja, easy, Junge, guck mal. Ey, ich wollte gerade aus Gag sagen, Agent Clank, aber es gab so eine Storyline mit Geheimagent Clank, ne, wo er eine erfolgreiche Serie hatte oder so. War das auch Teil 2? Ich glaube, ey, Teil 2 war auch so ein Fiebertraum. Da wurden sie ja zum ersten Mal richtig als Helden gefeiert, ne? Hatten dann ihr eigenes Luxus-Apartment und so. Ah, es wird geil, freue ich mich auch schon. Okay, wir haben jetzt so ein hässliches Vieh, das wir auch im Trailer hatten. Irgend so ein Schildkröten-Mutanten. Kriege ich jetzt schon Hilfe? Ja, ich kriege meine eigene Armee schon. Du hast soeben einen Gadget-Roboter aktiviert. Um ihm Befehle zu erteilen, halte die Dreieck-Taste gedrückt und wähle Warten, Folgen, Angriff oder Betreten. Okay, das ist auch die Baby-Variante von dem, was wir im neuesten Spiel hatten. Na, das habe ich heute schon häufiger gesagt. Alles so ein bisschen mit vielen, vielen Anspielungen benetzt. Dann haut mal rein da. Bam, Junge. Wow, aus dem Leben gedrückt. Das sind jetzt quasi die Tierchen, die wir bei Ratchet in diesem Schreckensagenten-Handschuh haben. Und bei Clank, naja, da haben wir die einfach so, ne? Für die Kontrolle, hör mal. Das ist einfach der Weg zum Arbeitsplatz hin. Ich brauche aber noch einen vierten. Da steht eine 4 drüber. Wo versteckt der sich denn? Oder habe ich den for real einfach da drüben vergessen? Oder muss ich selber mit rein? Na, warte, ihr geht erstmal so rein. Böp. Einer fehlt. Wo habe ich den denn übersehen, Mann? Bin ich so blind hier zu später Stunde? Ganz gefährlich. So wird das nichts mit dem Speedrun. Da hast du leider recht, ja. Da hast du leider recht. Ich habe ihn wirklich übersehen. Aber schaut mal, er hat ein kleines Schwänzchen. Oh, den nenne ich Gnolde. So, mitkommen. Dich habe ich einfach in der Ecke versauern lassen. Tja, was stellst du dich da auch hin, wa? Der wollte nicht gesehen werden. Brot aus dem Backautomaten geholt und wieder die Pfoten verbrannt. Und hieß an mich, neue, dickere Handschuhe bestellen. Ja, Shai hatte ja einmal, ich meine von Kaino, so ein wunderbares Bugset auch bekommen. Und da waren auch so Handschuhe bei, die sind richtig geil. Die sind so auch mit längeren Ärmeln, ja, die gehen irgendwie so bis zum Ellbogen. Das ist auch schon ziemlich wild. Und die sind auch in täglicher Benutzung, ja. Krass. Okidoki, muss ja mal ins Bett. Danke für den Nostalgie-Kick und noch einen schönen Stream und gute Nacht, Kaiserli. Ich mach es gut. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ach, das ist hier dieses Hydro-Ding. Ah, das war auch cool. Clank freut sich und ist gar nicht creepy dabei. Und mit dem können wir in bestimmten Passagen das Wasser abpumpen und wieder... Der Betatron Hydrobeamer nutzt Schnellhähne und Schnellabflüsse. Damit kannst du Becken füllen und leeren. Genau das. Die Sensoren entdecken auf dieser Raumstation keine. Achso, ja, dann ist ja sinnig, dass wir den hier gefunden haben. Aber woanders können wir damit schöne Wasserexperimente machen. Nice, nice. Na denn.
Auf zurück zu Ratchet. Der wird sich freuen, wo auch immer Clank das Teil jetzt verstaut hat. Aber das ist bestimmt in seiner Größe variabel. Ne? Mal ist es größer, mal ist es kleiner. Das kennt man ja. Arena, Wind und Wetterlage. Dann einmal rauf hier und zurück zu unserem behaarten Freund. Ich habe eine Frage zu einem längst vergangenen Format. Ich höre heute immer noch saugerne Lore-Talk von dir und Barlow. Hab damals nicht mitbekommen, wieso er nach den Chroniken nicht weitergemacht hat. Was war der Grund? Barlow ist leider... So sieht's aus. Und hab das hier gefunden. Hey, cool. Das ist ein... Was ist das? Das ist ein Hydro-Beamer. Super. Sowas wollte ich schon immer haben. Glaub ich. Ey, Mann. Barlow ist leider an Krebs erkrankt tatsächlich und hat damit auch heute noch zu kämpfen, auch wenn er sich in diesem Kampf sehr, sehr wacker schlägt und wir ihm das Allerbeste wünschen für alle Kämpfe in dieser Richtung, die noch anstehen. Aber das hat ihn dazu gebracht, dass er seine Prioritäten, gerade was solche Projekte angeht, anders ordnen musste. Und deswegen, ja, ist diese doofe, fiese Krankheit schuld, dass wir dann quasi abgebrochen haben. Ja, der Onkel hat aber auch so wunderbare Podcasts, wie zum Beispiel den Podcast ohne richtigen Namen. Den kann ich euch da sehr empfehlen. Und lore-technisch ist mein YouTube-Kanal immer noch ziemlich aktiv, ja, mit einer gut gefüllten Playlist, wo jüngst auch wieder einiges Neues passierte. Und falls ihr da quasi mal reinschauen wollt in die jeweils eigenen Projekte, dann kann ich euch die natürlich auch sehr ans Herz legen. Aber Lore Talk an sich ist erstmal kein Thema mehr, ne? So, was ist das denn hier? Ach, das ist ein Shuttle, wa? Dieses Shuttle hat einen Autopilot, der dich zu einem ausgemusterten Blark-Kriegsschiff bringt. Unsere Sensoren zeigen an, dass es dort nützliche Geräte geben könnte. Aha, das bringt mich zu der Station darüber, ja, dann fliegen wir doch erstmal. Ach, wie süß. Das ist ja niedlich. Guck mal, wie wir rübersegeln. Njom. Das Schiff ist jetzt bestimmt größer als die ganze Station, wa? Auf der Karte sah es ja nicht so aus. Mal schauen. Böp. Und angedockt. Oh, das klingt aber nicht gut. War das mein Schiff? Nee. Was sollte denn die Explosionskiste gerade? What? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Oh, das ist mal ein richtiger Soldat. Da wechseln wir mal auf unseren Blaster. Und gucken mal, ob wir... Oh, Big Mechanics. Big Mechanics. Und ich treffe ihn nicht. Oh Gott. Und er haut auch zu. Okay, ist aber trotzdem One-Hit mit dem Omnischlüssel. Ey, wie klein ist denn die Trefferrange vom Blaster manchmal? Sobald ich einen Millimeter verreiße, sobald er gelockt hat, ist weg. Er hat nicht einen Schuss gerade getroffen. Also merke, der Nahkampfangriff ist sein Freund. Ne? Auch bei diesen Lavawellen-Kollegen. Oder ich gehe wieder... auf einen Bombenhandschuh. Okay, vielleicht gehe ich doch lieber auf einen Flammenwerfer. So, der Aimgod. Ja, das sowieso, ne? Man kennt ihn. In meiner WG hier haben wir auch so Ofenhandschuhe. An allen wichtigen Stellen befinden sich jedoch Löcher, weshalb man sich trotzdem verbrennt. Oh nein. Nee, bei uns tatsächlich hätte ich nicht gedacht, aber ist eine Offenbarung, ja? Also wenn ihr demnächst in den Genuss kommt und euch mal so richtig alte Leute-Style was Gutes tun wollt und Ofenhandschuhe shoppt, ja, wo man dann wieder weiß, scheiße, so alt bin ich schon, dann kann ich diese etwas längeren sehr empfehlen. Wohoho! Kommt natürlich mehr auf die Handschuhtechnik als auf die Länge an, aber die haben mich auch schon manchmal gerettet, ne, wenn so das Backblech doch ein bisschen zu voll war und dann so langsam Richtung Armbeuge kippen will. Bruder... Unangenehm. Kann sich lohnen, ja. Ist so ein kleines IRL-Upgrade, wenn man so möchte. Was ich irgendwie nicht so ganz checke, du kannst zwischen den Planeten hin und her wechseln, aber ein wirkliches Backtracking scheint es nicht zu geben. Ja, bis auf Secrets und so selten. Tatsächlich selten. Ich glaube, in den Folgeteilen war das ein bisschen häufiger, wie jetzt, dass wir ein Gerät finden, das für den Planet, wo wir es finden, gar nicht so wichtig ist, ja. Aber... das wurde, glaube ich, noch ausgebaut oder wird gleich schlagartig schlimmer. Ich weiß nicht genau, wie es hier war. Aber ansonsten gab es ja immer noch so ein paar Secret-Wege, so ein paar Gold-Bolts, ja, diese Super-Rare-Währung zu finden, wo ich noch nicht einen von habe. Und darum ist es halt schon nicht unsinnig, nochmal zurück zu können.
Aber im Vergleich zu anderen Games bisher zumindest auch nicht so essentiell. Ja, da hast du recht. Okay. Da ist einiges los wieder. Wollen wir mal die Todeshandschuhe hier benutzen? Oder den Handschuh und die Agentenbutz? Da kommen sie. Na, das war ja richtig gut. Was sollten das? Hä, hat der die tot gebissen, bevor die überhaupt angreifen konnten? Das war ja Ultrapanne. Das war ja richtig kacke. Wisst ihr, was wir dann mal probieren? Wir nehmen jetzt mal die Saugkanone und holen uns hier vorne Munition. Also das war ja richtig lächerlich, Mann. Das war ja die schlimmste Präsentation, die man sich vorstellen kann. So, guck mal, einmal voll der Dingen. Schön die Froschmunition geladen. Und jetzt gibt's in die Fresse, Alter. Schön von hier oben. Pass mal auf. So. Warte, zielen. Ach, die geht wieder nur nach oben und unten und nicht nach links und rechts, oder was? Warte, so. Nee, das wird nicht besser. Wer hat sich dieses Aim ausgedacht? Wer hat das damals abgesegnet und gesagt, ja, ja, nach links und rechts muss nicht mit jeder Waffe gehen? Aber jetzt kriege ich euch. Bam! Junge. Aber ist das nicht geil, wie viel Liebe in diesem Schuss steckt? Wir schießen wirklich den Frosch. Wir haben nicht so eine Standard-Pixelbrei-Animation, sondern wir schießen wirklich, was wir eingesaugt haben. So, warte. Stückchen noch drehen. Ja, das ist zu weit weg, fürchte ich, ne? Hm, vielleicht so. Oh, das könnte passen. Achtung. Froschfeuer. Butz. Voll daneben, obwohl es grün ist. Ich liebe es. Es geht einfach voll drüber. Ist das super? Die Armfrösche. Oh nein, dann frontal. Butz. Jawohl, und der überlebt das. Oh nein, seid ihr gruselig. Die sind ja unheimlich, Junge. Eww. Wie sie wuseln und ihr Kopf immer größer wird. Weg mit euch. Ey, deswegen habe ich hier keine Erinnerung mehr dran, oder was? Das ist ja fucking creepy, auch wie Ratchet beleuchtet ist, Mann. Hallo Kinder, ich habe eine Horrorgeschichte für euch. Was für ein sympathisches Level. Ach, und die Sprengkiste macht auch die stabilen Kisten kaputt. Ja, lecker, hör mal. Das klingt doch sympathisch. Ganz wichtig ist nur, dass ein heißes Backblech genauso aussieht wie ein kaltes Backblech. Ja, halber Zungenbrecher hier, ne? Blaukraut bleibt Backblech und so. Da hast du recht. Den großen roten Knopf drücken. Also neulich hatten wir ja Ulduar Zeitwanderungen. Da habe ich nicht so gute Erfahrungen damit gemacht, aber ich würde sagen, ich lebe danach den Sugar Babes, ja? Push the button, Alter. Danke, dass Sie die automatische Selbstzerstörung aktiviert haben. Danke. Selbstzerstörung wird vorbereitet. Bitte entfernen Sie Ihre Habseligkeiten. Oh, oh Gott, M+, Leute. M+, here we go. Und da ist ein Infobot. Na dann mal sehen. Ich habe noch keine Düsenstiefel oder so, mit denen ich schneller sein könnte. Oh, oh, nein. Nein, 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 ganz schlecht. Dachte, ich kann darüber springen. Oh, no. Dieses Schiff zerstört sich in Kürze selbst. Sie sollen also gehen. Und zwar... Ich muss die machen. Verdammt. Ich muss die machen. Na gut, dann sind wir wirklich wieder ganz vorne. Ich dachte, ich soll schnell dran vorbei, aber am Arsch, ne? Ich muss sie wirklich fighten. Naja gut, dann gehen wir nochmal ganz normal durch. Wow, als ob sie nicht mal hier bei dem roten Knopf spawnen lassen. What? Naja gut, so lang war ja das Level nicht, ne? Wir haben viel gesabbelt. Dann schieben wir jetzt hier schnell mit dem Flammenwerfer durch. Machen es ohne die Froschkanone. Oh nein, wird das schon. So, auch ihr beiden Eumel. Ihr verabschiedet euch bitte. Oh, das geht sogar in die Luft, ihre Flammenwelle. Habt ihr das gesehen gerade? Das war ja unangenehm. Der kann die sogar nach oben schießen. Na gut, so. So, ihr Lieben, diese Drachenkönigin, der Drachenaspekt, die geht jetzt ins Bett. Na dann, gute Drachennacht und so. Good night, good night. Kaiko, mein Lieber. Guten Morgen, Sonnenschein. Was geht? Dankeschön für 5 wunderbare Abos. Oh, die haben mein Aim leider nicht verbessert, aber ich freue mich trotzdem sehr, mein Lieber. Vielen Dank, vielen Dank. So, zack. Das läuft. Dankeschön. Okay. Dann würde ich sagen... Wir hauen mal auf den Knopf. Zack.
Danke, dass Sie die automatische Selbstzerstörung aktiviert haben. Die Schiffszerstörung wird vorbereitet. Bitte entfernen Sie Ihre Habseligkeiten. Mal sehen, ob das jetzt besser läuft. Ich glaube nämlich immer noch, dass ich eigentlich keine Zeit habe, die zu fighten. Ey, wir reden davon nicht mal eine Minute, die ich Zeit habe. Ne? Vielleicht wenigstens die eine Seite freiräumen. Oh! Okay, das war gut, das war gut. Aufpassen jetzt hier mit den komischen Dämpfen. Ach! Der kam trotzdem noch durch mit dem Hit. Bitte evakuieren. Aber we did it. Okay. Einfach ein bisschen geistlos reinsprayen, ne? Das hat noch keinen geschadet. Dieser trockene Humor ist super, ja. Absolut, ich liebe das auch. Da war die Regieanweisung beim Sprecher bestimmt auch, sprechen Sie es bitte ein, als würden Sie keinerlei Emotionen haben, ja. Und jetzt haben wir einen Infobot. Das bedeutet, es wird wieder mies geflüstert, Leute, ne? Achtung, wir spitzen unsere Ohren. Au. Hier spricht Dala Gretsch live aus Blackwater City. Soeben wurde bekannt, dass bei den intergalaktischen Hoverboard-Meisterschaften, die in den nächsten Tagen hier stattfinden, Captain Quark dem Sieger den Hauptpreis überreichen wird. Darüber hinaus ist zu berichten, dass man hier in letzter Zeit an einem Befall durch merkwürdige Amöbenwesen leidet. Die hiesige Stadtverwaltung hat versichert, dass alles nur Erdenkliche getan wird, um die Plage zu beseitigen. Das war Dala Gretsch für Kanal 2 News. Hast du das gesehen? Ey, ja, Mann. Hoffentlich geht es der armen Frau gut. Ach, bestimmt, glaube ich. Ja. Ich meinte eigentlich die Hoverboard-Rennen. Bestimmt. Junge. Sie wurde von so einer miesen Amöbe gefressen. Ja, ja, da geht's gut, ne? Müssen wir uns keine Sorgen machen. Die wollte das so, die liebt das einfach. Moin. Ich wag mich mal, jemand Tipps, ob ich die WoW Chroniken Band 2, wo ich die herbekomme, auf Amazon ist heftigst überteuert. Also es gibt die verschiedensten Online-Buchhandlungen natürlich auch neben Amazon. Was ansonsten immer helfen kann, wenn du sowas machst, einfach in einer städtischen Buchhandlung mal fragen, ja. Und dann können die sowas ja auch bestellen. Und machen dir vermutlich einen besseren Preis. Weil sie sich einfach freuen, dass jemand nach 100 Jahren mal in eine Buchhandlung kommt, ne? Das könnte eine Gelegenheit sein, vielleicht kommst du demnächst irgendwie dran vorbei auf dem Weg zur Arbeit oder whatever. Also das geht, das können die. Ansonsten bin ich leider auch so ein Amazon-Ebay-Konsumopfer, ja? Und mache eher noch Werbung dafür über Twitch und meinen eigenen Link, ne? Wo er dann ja unterm Stream draufklicken könnt, dann eure Einkäufe für mich mittrackt und ich noch eine Provision bekomme. Das schmeckt natürlich, ja. Darum kann ich dir jetzt leider gezielt keine Alternative anbieten, außer, ja, diese Option, die tatsächlich überraschend viele auch nutzen in meinem Umfeld. Ja, das sind halt die, die auch mal das Haus verlassen. Also ich komme nicht so selten an der Buchhandlung vorbei. Bam. Einmal aus hier. Und dann fehlt uns nur noch ein Teil, ne? Dann fehlt uns nur noch ein Teil. Und jetzt weiß ich ja sogar, dass diese Dämpfe Schaden machen. Super. Oh, die klettern jetzt an der Decke rum. Dann gehen wir gleich wieder auf den Flammenwerfer. Weil das bedeutet bestimmt, Spiderschwein kommt auch rum. Yo, was? Oh Gott. Boah, die Froschapokalypse. Einmal hier der 360-Grad-Flammenwerfer. Das war ja böse, Mann. Das war ja noch böser als auf dem Schiff gerade. Holla, holla, holla. Damn, boy. Aber nett, dass ihr sie erst hat aussprechen lassen. Ja, obwohl man sie so schlecht versteht, oder? Voll nett von ihm. Finde ich auch super. Den kenne ich ja auch schon. Das ist Mr. Flammendüse. Aber der hat jetzt Feierabend. Jawohl. Brauchst du bei diesen Feinden Hilfe? Versuch's mal mit dem Gadgetron-Verspötter. Er hält mich bei jedem Gadgetron-Händler. Den Verspötter. Hat er so ein Abbild geworfen? Es gab auch eine Kanone. Also eine Waffe einfach. Die hat so ein Abbild von Ratchet geschmissen. Das war auch total bescheuert aufzuleveln. Weil du nur zugucken musstest, wie Gegner dieses Abbild zerstören. Vielleicht ist es das. Tja, finden wir raus, wa? Was ein geiles Game. Hab mir erst heute Simpsons Hit and Run nochmal angefangen. Yo, da gingen auch gerade einige YouTube-Videos rum. Das wäre so GTA mit Simpsons-Skin. Habe ich damals auch gespielt. Habe ich von meinem Cousin bekommen, der total Simpsons verliebt war. Und eine Zeit lang nur Simpsons geguckt hat, nur Duffbier getrunken hat und so. Ne, volle Lifestyle. Kommt das bis zu mir? Nee, kann ich in Ruhe hier Waffe wechseln.
Und dann hat er mir das geschenkt zu irgendeinem Geburtstag und ich habe es auch geliebt, ne? Es war so viel zu tun, diese ganze Welt. Richtig krank. Furzel, hi. Oh, 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 nein, 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 nein. Bei denen habe ich keine Zeit zu wechseln. Aber... Ach, na, Mann. Ich wollte gerade sagen, ist auch nicht nötig. Doch, wäre nötig gewesen. Ah. Ich darf nicht so viel reinscheißen, Leute. Ich will nicht wieder vom Friedhof anfangen. Da haben wir auch solche Säurespeier. Da oben ist aber auch noch eine Lebenskiste. Ich würde aber sagen, wir hacken erstmal wieder. Bevor ich das hier vergesse, ne? Oh, 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 oh. Okay. Wo? Wir haben wieder mehrere. Vieles, Buntes, Verschiedenes. Ich würde sagen, so könnte passen. Ja, wird nur gerade von zwei Seiten blockiert. Aber ich hätte gesagt, lassen wir erstmal so. Dann könnten wir die jetzt drehen. Ja, so wäre der frei. Glaube, so ist auch am besten. Jetzt blockiert eigentlich keins. Das heißt, die müssten wir jetzt so stellen. Ah, das ist der da oben, der da unten. Das geht aber nicht, ne? Selbst wenn ich die andersrum... Doch, lol. Haha, oh boy. Da hat sie... Wow. Imagine, die hätten mich jetzt getötet, Mann. Wie böse. Diese bösen Entwickler aus der Hölle, ey. Ich glaub's ja nicht. Am besten jetzt so eine Sprengkiste hier mit rein, die mich killt. Wow, da hat jemand eine Kiste mit Fröschen weggeschlossen, ne? Holy hell. Aber das hat soweit super geklappt. Das finden wir super, sage ich. Supidupi. Hat sich gelohnt. So, Frage ist, wird sich das hier auch lohnen? Und wird es wieder Frösche regnen? Nur für den Fall lege ich schon mal meinen Flammenwerfer wieder an. Da drüben auf die Kisten würde ich sogar gerne scheißen. Ich würde lieber versuchen, hier lebendig rüberzukommen und zu schauen, wie ich das hier am besten löse. Ratchet, am liebsten, ja, wäre mir, wenn du die Kante greifst. Das war super Timing, Bruder. Ausgezeichnet. Ja, eigentlich müssten wir die Kante greifen und dann versuchen, rechtzeitig hochzuziehen, wenn es jetzt vorbei ist, ne? Um hoffentlich... Boah, ein Glück. Junge, da war der Puls aber auf Mage Tower, sage ich. Und hier haben wir einen Schwunghaken. Und dann ist hoffentlich Ende damit. Ah, wait. Kann ich den von hier aus treffen? Kann das gut gehen? Warte, den kann ich ja ein bisschen weiter bewegen. Ob das passt? Ne, verpufft vorher. Das ist ja räudig, weil der sieht mich safe. Das heißt, ich muss jetzt wechseln. Und jetzt hoffentlich treffen irgendwie... Das war fürchterlich. Aber hey, wir leben noch, Leute. Irgendwie... No! Oh! Was ist denn los? Hör mal. Was machen sie denn hier auf die letzten Meter? Naja, Leben wieder voll. Und wenn ich hier den Strom ausmache, dann werden die bestimmt nicht freigesetzt oder so, wa? Dann gehe ich lieber auf einen guten Bombenhandschuh. So. Triggern wir hier erstmal. Naja, wir haben tatsächlich zwei von diesen Stromdingern. Und das... Naja, lässt einen frei. Okay, bam, aber ich bin vorbereitet. Ich kenne euch, ihr Räudigen. Dann gebt mir den anderen auch noch. Da ist er schon. Oh, er sieht ganz traurig aus. Oh nein. Oh nein, ganz traurig und tot sieht er aus. Passiert den Besten. Ey, wie sie da an der Wand hängen, ist schon evil. Das ist schon cool gemacht. Na, kommt runter, Freunde. Ich habe genügend Feuer für alle von euch, dachte ich zumindest. Rennen die einfach an meinem Feuerstrahl vorbei, ne? Was soll das denn, Mann? So. Schön wegbirnen. Ja, 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 ja. Dich nehmen wir mit dem Schlüssel. Und euch nehmen wir wieder mit der Flamme. Das sind aber auch viele, ne? Was ein Endgegner. Ich sag dir das hier. Endgegner, Frösche in Kisten. Und es waren noch zwei oben an der Decke. Ich hoffe, die springen mir jetzt nicht von hinten an den Hals. So, na bisher kommen wir doch ganz gut durch. Ich habe nur Sorge, oh ja, genau vor sowas. Und, dass ich gleich trotzdem noch sterbe und wieder ganz am Anfang stehe. Aber die Entwickler sind da echt ganz nett, finde ich, weil... Wenn du echt eine Passage hast, ja, wo du so richtig reinscheißen kannst, dann ist häufig auch eine Lebensbox direkt dahinter. So. Wait.
Ey, der Bait mit dem Händler war ja jetzt echt unnötig, hör mal. Was soll denn das? Ich dachte, ich kann hier in Ruhe shoppen. Auf einmal werde ich schon wieder zerfetzt. Na dann mal Todesagenten. Schwärmt mal aus, Freunde. Haut mal ein bisschen was weg hier, bitte. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt zack. Ja, diesmal sieht das doch besser aus. Sehr gut. Komm, noch ein. Wir haben noch dick Muni hier. Nehmen wir mit. Zack. Schön explodieren sie. Putz. Und zwei noch. Ja, der letzte. Einwandfrei aufgeräumt. So lobe ich mir das. Man hat nicht mal... Tolle Sonderangebote. Man hat for real nicht mal einen Button, um sämtliche Muni auf einmal zu kaufen, ne? Eine Schönheit. Dann gönnen wir uns jetzt mal den Verspötter. Lass mal sehen, was der macht. Sieht total beknackt aus. Wusstest du, dass du alle Waffen und Geräte in die Schnellauswahl aufnehmen kannst? Pausiere einfach und wähle im Menü Schnellauswahl. Oh, das klingt nett. Im Menü Schnellauswahl. Da kann ich alle auswählen, aber das ist gar nicht so, oder? Ich habe nur die eine Auswahl. Ich dachte, der Ring erweitert sich jetzt. Das war, glaube ich, bei Horizon so, ne? Aber ich kann das jetzt halt bestenfalls austauschen. Wenn ich jetzt sage, das Hydro-Ding brauchten wir eigentlich länger nicht, dann kann ich das switchen. Ja, und oben die Bombe wieder rein. Aha, ich wurde bambuselt. Naja, lassen wir erstmal so, Verspötter. Der pfeift einfach. Aber was soll denn die Wirkung davon sein? So eine Scheiße, Mann. Da kann ich mir gerade nicht viel drunter vorstellen. Wir testen das mal beim nächsten Gegner. Aber inwieweit hilft mir das denn bei diesen Flammenwerfer-Kollegen? Klingt ja jetzt eher so, als würde ich damit die Aggro auf mich ziehen, ne? Das wäre aber auch relativ sinnvoll. Tja. Nicht lang schnacken, Verspötter im Nacken, pflegt man ja zu sagen. Darum erstmal ein bisschen Saft ausmachen hier, Potz. Da passiert noch nichts. Keine freigelassenen Dämonen, Schlangen, Schildkröten. Na gut, dann eben nicht. Was haben wir hier? Ein Tunnelelement. Mehrere Zellen. Da kann ja auch gern mal was drin sein, ne? Aber in meinem Fall wieder nicht. Auf der anderen Seite. Hello. Irgendeine Waffe. Irgendwas Cooles. Eine fette Kiste. Ach, guck mal. Aha. Da testen wir den aber nicht, würde ich sagen. Sondern gehen wieder... Na, schön auf den Flammenwerfer. Jo, jo, jo. Oh, Leute. Der erste Gold Bolt. We did it. Ja, schön. Da haben wir mal einen. Cool. Ey, Gold Bolt erhalten. Das wird sogar gespeichert, Big. Und die Elemente, das ist jetzt das dritte, das ich sehe, auf drei verschiedenen Welten. Also, das könnte zum Thema Backtracking auch nochmal interessant werden, auch wenn ich mich an die überhaupt nicht erinnere, aber wo wir es vorhin besprochen haben. Der erzählt vermutlich einfach deine Mutterwitze. Ja, ich hoffe, das ist so, ne? Aber wir kriegen nicht viel davon mit. Der hat auch keine Muni, ne? Das ist auch der Einzige, der keine Muni hat. Merkwürdig. Aber wir werden es jetzt mal testen an dieser Kreatur dort. Hallo! Verspotter. Was zum... Hä? Die hatten jetzt eine nette Choreografie drauf. Aber... Ja, es macht irgendwie das, was ich erwartet habe, oder? Es lässt mich aggro ziehen. Oder lässt es sie wütend werden und sie unterbrechen ihre Angriffe? Zumindest die kleinen, ne? Die Viecher gerade nicht, aber die Frösche? Ja, die kommen auch einfach an. Ah! Ich habe die wirklich angelockt und die haben sich jetzt selber umgebracht in diesem Elektrozaun oder was? Ah, ich kann die Position der Gegner damit, wenn es gut läuft, beeinflussen. Guck mal, den pfeife ich jetzt ran. Oh, okay. Das ist natürlich je nach Situation nicht ohne. Ich meine, in vielen Situationen ist es auch einfach total useless, aber gerade, das hat uns ein bisschen Muni gespart, ne? Interessant, interessant. So, mein Freund. Kann ich hier durchschießen? Bestimmt, oder? Warte. Oh, kann ich nicht. Dann müssten wir den schnell zerschlagen, dann wechseln. Und dich dann kaputt schießen. Yeah! Nice! Big aim right here.
Sehr geil. Das heißt, hier ist auch noch so ein Ding. Ja, das war auch hervorragend. Oh Gott, ja. Was für ein Level, Bro. Oh mein Gott, ich hoffe, beim Händler hat es gerade wirklich richtig gespeichert. Und ich hoffe, ich kriege jetzt nicht den heftigsten Bossfight ever, weil... Dass da so random Händler war, ist schon... Oh nein. Das war schon verdächtig, ne? Na gut. Na gut, dann gehen wir mal auf den Todeshandschuh und hoffen das Beste. Aber ich ahne Schlimmes, Leute. Oh, Big Mama. Big Mama mit Lebensleiste. Yo, oh, wie creepy. Das ist ja unheimlich. Wie komme ich da denn weg? So mit den Sprüngen? Und dann muss ich hoffen, dass meine Schreckensagenten einen guten Job machen. Was kommt jetzt? Ads? Natürlich. Oh, Big Mama hat Ads dabei. Okay, dann sollten wir jetzt gucken, dass wir von den Schreckensagenten wegwechseln. Auch wenn ich vielleicht ein paar Hits kassiere. Aber bei denen würde ich ja jetzt sehr ungern... Boah, sofort kommt sie wieder. Ich habe gar keine Zeit, hier irgendwie mal so eine Lebenskiste zu holen. Schnell weg da, Ratchet. Ja. Boah, was ein Fight, Junge. Was ein Bossfight, Ratchet. Mehr Agenten. Okay, das sind die letzten. Und das sind jetzt die etwas dickeren. Boah, solche Bossfights, ohne dass du die Kamera richtig locken kannst mit so einer Art Fokus, ja. Bam. Okay, big PS2 Bossfight, Leute. Nice. An den denke ich, wenn wir die nächsten Horizon-Bosse haben, man mit 30 Munitionswechseln und so. Junge, what a time, for real. Nice. Na, das lief doch. Da haben sich die Schreckensagenten gerade mal bezahlt gemacht. Aber das war schon hardcore, ne? Verschiedene Gegnertypen, Ad-Phasen und so. Das Riesenvieh, das hier auf dich zugekrochen kommt. Ey, creepy as hell. Damn. Na gut. Wir haben es geschafft. Und es geht direkt weiter. What? Wait, die verpissen sich. Wieso haut ihr denn ab, Fröschis? Wieso? Was macht ihr da in der Ecke? Oh, da ist ein Wissenschaftler. Ach so. Puh, ich dachte schon, es wäre aus mit mir. Irgendein hirnloser Genforscher muss die Käfige wieder offen gelassen haben. Du kannst jetzt runterkommen. Also wirklich, ein Maschinenbauingenieur verdient doch bitte etwas mehr Respekt, finde ich. Du bist also ein Erfinder. Maschinenbauingenieur. Ich entwickle neue revolutionäre Geräte für den Vorsitzenden Drake. Zum Beispiel, et voilà, meine bald patentierten Grind Boots. Ich muss hier dringend raus, um einen neuen Job zu finden. Ich könnte euch die zum Selbstkostenpreis verkaufen. Verkaufen? Nachdem wir deinen miesen kleinen Hintern gerettet haben? Na gut, na gut, na gut, ihr kriegt den Mitarbeiterrabatt. Der Mitarbeiterrabatt. 2000, Junge. Wieso nehmen die mich alle so aus? Ist das irgendwie Ratchet & Clank Prime oder was? Ratchet Gaming? Auch nicht? Hat nichts mit Twitch zu tun, I see. Dann kenne ich mich damit auch nicht aus. Gut, danke. Ich verschwinde dann, solange es noch geht. Jo, hau rein, Meister. Du hast jetzt Grind Boots. Damit kannst du auf Schienen wie diesen fahren. Spring auf die Schienen und leg los. Na, das machen wir doch glatt. Aber erstmal stehen hier noch ein paar Kisten rum. Die würde ich ja sehr gerne mitnehmen. Oh, Todeshandschuh lieben wir. Ach, und das war auch so cool. Das habe ich geliebt. Diese unterschiedlichen Packs für Clank, diese unterschiedlichen Stiefel. Mal gegen die Schwerkraft, mal zum Grinden, mal Düsenstiefel, um nach vorne zu dashen. Ah, das war der real shit. Aber man muss da leider auch ein bisschen aufmerksam sein, weil manchmal muss man die Strecke wechseln, manchmal muss man irgendwie zum Greifhaken, vielleicht nehme ich den auch direkt mal für die Sicherheit, oder einfach Hindernisse zerstören. Da darfst du gar nicht allzu dolle schlafen, auch wenn es gerade sicherlich wegen Tutorial und so ein bisschen entspannter ist. Jo. Und direkt hier drauf gelandet, Junge. Ein Wink mit dem Zaunfall. Okay, wir haben Grind Boots, wir haben den Infobot und wir haben dieses Wasserdingen, was wir, glaube ich, in Blackwater brauchen, ne? Na dann mal rüber da. Grindschuhe ziehe ich mir zum D4 Release an. So muss es nämlich sein. Es wird massiv gegrindet, Leute. Okay, hatten wir. Können wir das nochmal gegenchecken? Ja, überall Häkchen. Überall Häkchen. Hier fehlt der Preis. Ja gut, den müssen wir ja erst gewinnen. Sägewerk hatten wir alles. Und Blagstation. Ich liebe diesen Sound. Hatten wir auch.
Das heißt, wir kommen for real nach Blackwater. Oh, an die Stadt habe ich gute Erinnerungen. Dieses eine Level, bei dem wir ewig abgesoffen sind. Dann diese Amöben, Rieder, die Hoverboard-Rennen. Damn, Blackwater war richtig big, Mann. Let's go. Jo, Furzel, mach's gut. Danke fürs Reinschauen. Einmal durch das endlose All. Sogar jedes Mal andere Shots, ne, mit diesen Sternen. Gar nicht immer eins zu eins dasselbe, Junge. Oh, hier geht's aber auch schon zur Sache. Hello! Jemand zu Hause? Anscheinend ja. Ah, oh, was eine Aussicht. Ey, das haben sie auch im ersten Teil schon cool gemacht. Da ist mir ja im neuesten Teil ja immer schon der Kopf halt weggeflogen, ja? Wegen der ganzen Optik und diesem belebten Himmel. Aber hier? Boy, das hat auch schon Stil. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, auch hier haben wir mehrere Wege, glaube ich. Was sagt denn unsere Karte? Oh, haben wir nicht. Gut, zumindest noch nicht. Au! Ach ja, der Teil. Ich lerne es nicht mehr. So, hier haben wir auch Fischis im Wasser. Ey, es könnte sein, dass hier meine Tiefseephobie herkommt. Könnte sein, dass hier meine Tiefseephobie herkommt. Wie oft ich auch versucht habe, diese Fische zu besiegen, ne? Und es ging nicht, Alter. Zack. Ist schon unangenehm. Echt spooky gewesen, die Szene, oder? Damn, ich hoffe, ihr könnt heute Abend schlafen, Leute. Aber die habe ich auch so oft versucht zu töten, ne? Shit. Es ging nicht. Konntest sie nicht töten. Was haben wir da? Oh, das ist ein Panzer. Ein Panzer und der Dude aus den Nachrichten. Das war so ein Kollege mit Flammenwerfer, ne? Dann nehmen wir mal einen Blaster und hoffen, dass der böllert. So, erstmal den weg. Und dann auf den Panzer. Ja, gut, also für den Panzer hat er jetzt zum Glück nicht so viel ausgehalten. Aber ich hatte auch das Überraschungsmomentum, ne? Das ging schon. Sehr gut, sehr gut. Ach, guck mal. Die fangen jetzt an, hier die verstärkten Kisten zu bevorzugen. Dann würde ich sagen, stapelt nicht unbedingt Sprengstoff daneben. Aber hey, wer bin ich, den da reinzuquatschen, wa? Können sie doch weitermachen. Ja, eine Mischung aus dem Fisch gerade und der Serie Surface. Das war vielleicht der Anfang meiner Phobie, ja? Ohne, dass ich es gemerkt habe. Ich habe keine Ahnung. Oh nein! Oh, so viel dazu. Here we go again. Ach scheiße, da hätte ich den Doppelsprung gebraucht. Nein, jetzt muss ich den Panzer nochmal machen. Ah, warum macht er den denn manchmal nicht? Hm, vielleicht weil ich zu früh gedrückt halte? Nee, hier macht er ihn doch auch. Merkwürdig. Vielleicht sollte ich mir eher angewöhnen, diesen Sprung aus der Hocke häufiger zu bringen, ne? Das könnte auch sein. Keine U-Boot-Reisen mehr für dich. Ja, leider nein. Leider muss ich auf die U-Boote verzichten. Aber das war jetzt zum Glück nicht so die Hürde hier, ne? Das sollte nur das Willkommenskomitee sein. Tja, dann probiere ich jetzt mal den weiten Sprung, oder? Bots! Ja, auf den... Wow, 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 ist Verlass. Okay. Aber auf feste Wege scheinen die ja nicht so zu stehen, ne? Lieber kaputte Kisten und seltsame Absperrungsschleusen, die man aber von außen öffnen kann. Naja. Andere Länder, andere Sitten, wa? Moin, Leute, was geht bei euch? Oh! Wait, das sind gar keine Flammenwerfer. Hä? Die schießen mit Säure oder was? Ich dachte, Flammenwerfer wegen dieser Amöben, die sie auch immer weiter aufsplitten mit diesem herrlichen Geräusch. Nein! Nein! Aber nee, die bekämpfen Amöben mit irgendwelchen Giftmüllabfällen. Keine Ahnung, warum die das nicht im Griff haben, ja. Strange. So. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ist ja nur gestreamt, da gibt es ab und zu Lags. Ja, das kann auch sein, tatsächlich. Dass das daran liegt, da hast du recht, wir streamen das ja. Also auf Twitch, ja, aber auch von PlayStation aus ist das quasi ein Streamingdienst mit diesen Klassikern. Da kann es natürlich auch nochmal zu seltsamen Überschneidungen kommen. Sicherlich sind die nicht immer schuld, manchmal bin ich auch einfach nur doof, aber hin und wieder könnte es das ein oder andere erklären, ja. Oh, wenn ich jetzt die Sprengbox da drüben treffe, das könnte mir einiges erleichtern, ne? Warte mal. Sind die natürlich alle ein bisschen weg davon gegangen, aber... Na, kann ich die treffen auf die Range? Ah, nein, da fehlt ein Stück. Oh nein, mit ein bisschen Glück
könnte das den ein oder anderen schon wegjetten, ne? Das gibt's doch nicht. Ah, wenn ich noch näher rangehe, dann sehen die mich vielleicht schon. Der Blaster. Jetzt visiert er an. Ah, jetzt muss passen. Yo, das war richtig nice. Okay. Was mache ich hiermit? Das für die Brücke? Ah ja, here we go. Ich glaube, Bombenhandschuh ist da schon das Beste, so wie die da auch zusammen kuscheln, oder? Einfach mal reinschmettern hier. Yo, die AOE-Maschine, Junge. Wegbomben wie in WoW. Herrlich. Und es geht nach oben. Die Rückkehr des Kreiselfickers. Stabil. Oh, mehr Amöben. Hallo, Herr Amöbe. Kriegst du eigentlich auch von einem Hit schon die Aufspaltung? Ja, ja, die halten nicht viel aus, aber die spalten sich halt immer weiter auf, ne? Und das ist ab einem gewissen Punkt natürlich ultra nervig, weil wenn du dann nicht aufpasst, dann sind es, au, so schnell so viele. Und wie gerade drehst du dich dann einmal in die verkehrte Richtung. Kannst nicht schnell genug reagieren und schon ist Endstation, ja. Okay, wir haben hier jetzt auf jeden Fall erstmal eine Lebenskugel, die holen wir uns mal. Ja, für die Sicherheit. Ups. Und dann bleiben wir, glaube ich, auf dem Bombenhandschuh für die Sicherheit. Jo. Das klingt gut. Machen wir so. Zack. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht von euch? Bam. Oh, geil. Das ist nicht so geil. Oh, das ist gar nicht geil. Nee, geht mal weg, bitte. Geht mal bitte weg von mir. So, der ist weg. Einen habe ich gefressen. Okay. Aber das war in Ordnung. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Warum ist hier drüben jetzt noch ein extra Raum gewesen? Das war einfach nur, weil sie die Ads verteilen wollten. Oder, ja, ist kein Fahrstuhl oder so. Muss ja alles gecheckt werden, ne? Für die Sicherheit. So, getriggert. Und ich dachte, Echo the Dolphin hatte ich geprägt. Den kenne ich gar nicht. Vielleicht hat er mir gefehlt bei meiner Tiefseephobie. Vielleicht hätte er der entgegengewirkt. Ich kenne nur Flipper. Aber Echo, oh, die kenne ich nur vom Raiden. Ach, schau mal, wir dürfen jetzt auch Taxi fahren. Vorhin durfte das nur unsere Sportlehrerin, aber jetzt dürfen wir auch selber, Leute. Das muss dieser soziale Aufstieg sein, von dem alle reden. Jetzt am besten daneben springen. Imagine, jetzt daneben springen und nochmal von vorn. Oh Gott, die Angst ist da. Was ist hier los, kompletter Krieg? Kann ich abwarten, bis sie sich gegenseitig geschlachtet haben? Oh. Ja, aber ich kann anscheinend wieder zurückfahren. Tschüss, Leute. Ja, dann lassen wir die sich da doch ein bisschen kloppen. Und den Gewinner, den töte ich dann, ne? Gar kein Problem. Flipper war auch eine sehr gute Serie. Völlig vergessen gehabt. Habe ich auch gern gesehen. Ja, habe ich jetzt nie gezielt irgendwie gucken wollen. Aber wenn das lief, konnte man sich reinpfeifen, ja? Ach, schau mal, da sind sie schon, die Eumel. Und lassen mich wieder nicht entspannt shoppen hier, wenn ich das wollen würde, ne? Ja, ja, ich kenne euch, ihr Verbrecher. Ich kenne euch ganz genau. So, jetzt haben wir hier wieder eine Sprengkiste drin, wie es aussieht. Die müssen wir erstmal kaputt machen, weil die Leben, die hätte ich sehr, sehr gern. Und ich glaube, da versuchen wir mit einem Blaster reinzugehen. Ach, hier kann ich mich hochkicken mit diesen Gullideckeln. Das ist ja auch witzig. Nun gut, dann marschieren wir mal ein bisschen vor und ziehen hoffentlich nicht zu schnell Aggro von dem Panzer, damit wir den jetzt hier zersieben können. Ja, der schießt auch so eine Säuremunition. Okay. Ist das Skid? No way, oder? Du bist einfach irgendein random Dude. Oh, bist du der Reader, Mann? Reader für deinen Roboter im Tausch. Ja. Okay, Ratchet. Hey, war nur Spaß. Tut mir leid, der ist unverkäuflich. Was ist Reader überhaupt? Reiß ihn dir auf, Mann. Was hast du zu mir gesagt? R-I-D-A. Reiß ihn dir auf, Mann. Das ist der mächtigste Raketenwerfer der Galaxie. Der ist einen Haufen Bowls wert. Er muss ihn von den Blah gestohlen haben. Gestohlen? Hör zu, du Mülleimer. Hab ich gesagt, der wäre heiß? Pass auf, was du sagst sonst. Warte, ich weiß schon. Reiß ihn dir auf. Ja, oder er ist ein bisschen teurer, ne? Reader. Das ist so, ich glaube, in allen Teilen oder in fast allen die beste Waffe, die man haben kann. Da muss man ein bisschen für reingrinden, ne? Ich glaube, den werden wir uns nicht holen an der Stelle. Das mit Echo war ein Game, wo man Delfin war. Ach, gucke, okay. Trotzdem völlig an mir vorbeigegangen. So sad jetzt. Müssen wir auch mal on Stream spielen anscheinend. Ich war immer nur Flipper-Fan.
So sieht's aus. Flipper und Ariel habe ich auch gerne geschaut. Dann irgendwann SpongeBob. Ich glaube, das sind alle Unterwasserserien, die ich so kenne. Reiß ihn dir auf, also den Arsch beim Farmen. So soll es sein. Ist auch schon mal Diablo-Vorbereitung, ne? Wie komme ich da denn rauf? So? Ja, ja, das funktioniert, Leute. Ein Träumchen, zack. Sehr gut, sehr gut. Und dann müssen wir da drüben weiter. Ob wir wollen oder nicht. Stimmt nicht, die beste Waffe ist der Entenstrahl. Ja, unterstütze ich diese Idee. Finde ich richtig und wichtig. Hier könnte ich noch mehr rauslassen. Ist aber auch bescheuert, wenn hier schon so viele von denen rumlaufen. Wieso sperren die noch mehr von sich ein? Irgendwie nicht so zielführend, wenn die Gegner die Stadt überrennen, oder? Und nach wie vor auch die Gegner von außen diese Räume öffnen können. Also selbst wenn das Schutzräume sein sollen, ist es ja auch total bescheuert. Aber naja, die werden schon wissen, was sie machen da. Kleinfinger, was geht? Hallöchen. So, ihr kriegt den Bombenhandschuh. Ich muss nur meine Kamera gleich wieder richtig drehen, weil Fokussieren von Gegnern ist ja nicht drin. Also hoffe ich, wenn es doch drin ist, dann habe ich es mir leider unnötig schwer gemacht. Aber ich meine, das kam auch erst mit Teil 2. Und wenn man das dann richtig drin hatte, oh shit, dann ging es eigentlich erst richtig los, ja. Das war dann der Real Deal. So, ein herrlicher Tunnel. Was nehmen wir hier für eine Waffe? Flammenwerfer? Vielleicht, wa? Flammenwerfer in einem Tunnel? Da sehe ich mich. Den hätte ich auch bei Until Dawn gebrauchen können. Jo, auch an den Abschnitt habe ich null Erinnerungen. Oh, eine Amöben-Arena. Verstehe. Dann sammeln wir hier oben erstmal ein bisschen was ein und dann gehen wir schön mit dem Flammenwerfer rein. Oder lieber mit einem Bombenhandschuh. Bombenhandschuh vom Highground könnte vielleicht geiler sein, wa? Wenn ich jetzt sage, von hier oben einfach mal in die Mitte rein. Oh, was war denn das für ein Manöver? Das war total doof. Und ich treffe nicht einen. Tja, dann müssen wir wohl doch runter. Hallo, na ihr. Pops, rein da mit der Muni. Jawohl. Oh, das war gut. Das war gut. Jetzt nur nicht überrennen lassen. Ja, sollen die ihre Angriffe durchziehen? Ich habe auch welche. Jau, big. Big. Aber es geht noch weiter in der Arena, wie wir sehen. Wir haben hier noch ein bisschen Leben und wir haben drei Räume. Boah, ja, die werden gleichzeitig aufgehen, ne? Wir haben nur einen Schalter. Dann arbeite ich, glaube ich, mit Schreckensagenten. Die können easy eine Tür übernehmen. Einen nuke ich weg. Und dann im Zweifelsfall einfach nochmal Schreckensagenten. Hier übrigens schon wieder so eine Antenne im Boden. Das ist ja sehr verdächtig. Zack. Oben ist nochmal eine Lebenskugel, weil ich glaube, jetzt werde ich mindestens einen Hit kassieren. Ich hoffe nicht, dass ich sterbe. Da habe ich nicht so Lust drauf. Ja gut, guck mal, hier oben ist sogar noch mehr Todeshandschuh-Munition. Dann können wir ja mal gucken, ob das sogar stacken würde. Pass mal auf, dann werfen wir eins dahin. Drücken jetzt hier noch ein, so. Und von mir aus da noch ein. Und dann believen wir in die Agenten. Yo, 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 yo. Okay, das war big. Das war big. Da fand ich es aber sehr sympathisch, dass sie uns so mit Muni zugeschissen haben. Kann sein, dass jetzt noch einer unten lebt, aber es klang eher so, als hätten die Agenten ganze Arbeit geleistet, ne? Es klingt eher so, als würde einer von den Agenten noch leben, hör mal. Und dem ist auch so. Zwei sogar, schaut mal, mit ihren kleinen Sprengladungen auf dem Rücken, wie sie den Gegner erschnüffeln wollen. Die sind ja fast niedlich, wenn es nicht Todesagenten des Schreckens wären. Naja, sicherlich ist hinter einer dieser Türen jetzt der weitere Weg, oder? Hattest du Pokémon Kolosseum und oder Pokémon XD auf dem Gamecube? Leider nein, ich fand das immer so cool mit diesem Kryptologia und wie das nicht alles hieß. War sogar damals mein Name in Habbo Hotel, Leute, was geht? Aber ich hatte kein Gamecube. Und die Freunde, die eins hatten, die hatten dann eher so Tony Hawk Games und dann die ersten Naruto Games und so. Darum leider nie gespielt. Immer unbedingt haben wollen, weil ja auch die Stadium-Reihe leider nicht weitergeführt wurde. Aber nie in den Genuss gekommen, ja. Vielleicht gibt es auch da mal ein Remake oder landet im Nintendo-Klassiker-Katalog. Ja. Wie wär's? Oh, das wäre tricky. Das wird auch ein bisschen was von Pokémon, oder? Team Rocket Hauptquartier? Ja, moin, wo wir gerade von sprechen. Und ich sollte vermutlich nicht in die Laser laufen. Was mich aber interessiert, da ist zum einen Gold Bolt. Zum anderen, wenn ich jetzt hier den Verspütter ziehe, rennt ihr dann in die Strahlen rein? Nee, ne?
Nee, das scheint bei denen nicht zu funktionieren. Nur die Amöben werden sauer, wie es aussieht. Die Amöben werden sauer. Na gut, wenn ich saure Amöben will, dann gehe ich auf Twitter. Da brauche ich jetzt Blackwater City nicht zu. Dann machen wir hier erstmal ganz in Ruhe. Oh, diese Sprengladung. Sag mal, Ratchet, einmal bitte. Dankeschön. Wunderbar. Und da oben ist auch noch ein Panzer, ey. Ich hoffe, hier kommt gleich nicht ein Schalter, der alle Türen öffnet. Sondern so Step by Step ist ja okay, ne? Ich habe auch nur noch wenig Munition für den Bombenhandschuh. Oh, schnell weg. Weg, weg, weg. Dann können wir jetzt die Kleinen aus dem Rennen nehmen. Dann dich und dann dich. Ah, guck mal. Wie gewählt wir hier durchmarschieren. Super nice. Jetzt ist hier offen. Links wäre irre. Aber wir kriegen rechts. Na gut. Es geht zuerst in Richtung Osten. Oh, da ist nur einer drin. Ja, den smacken wir im Nahkampf, oder? Oh nein. Lol, es geht erst zum Panzer raus. Das finde ich ja nicht so sympathisch. An den komme ich doch fast von der Range gar nicht ran, wa? Da könnte ich mich vielleicht auf den Deckel stellen, hochschießen lassen und dann versuchen, den zu erwischen. Ja, Big Play, Junge. Der Blaster Man. Was geht? Die Spiele waren so gut. Ich würde es mir wünschen. Manchmal summe ich unter der Dusche noch die Titelmelodie. Ich bekenne mich schuldig. Das glaube ich, ja. Das glaube ich sehr gerne. Was für eine schöne Zeit ich auch mit Pokémon Stadium hatte. Kannst du fast keinem erzählen, ja. Sie das nie weitergeführt haben, ey, auch echt ärgerlich. Und ob sie es je tun werden, ich kann es ganz schlecht einschätzen aktuell. Ne? Es gab eine Zeit, da hatte ich das Gefühl, ja. Und dann ist aber Mobile immer größer und lukrativer geworden. Und das hat viele von meinen Ideen gefühlt im Keim erstickt, ja. Und direkt aus dem Rennen genommen, weil mit diesem Markt kann ja gefühlt gar nichts mithalten. Und leider habe ich immer noch im Mobile Gaming kein richtiges Zuhause gefunden, ne? So überhaupt nicht. Darum gefällt mir auch diese ganze Entwicklung nicht, obwohl ich ihre natürlich auch Vorteile in vielen Bereichen sehe und mich für die freue, die sich damit arrangieren können. Und dieser ganze Pokémon Go Hype, ne? Puh, überhaupt nichts für mich gewesen. Oder immer noch nicht, hält er an. Darum hoffe ich natürlich nach wie vor, aber würde sagen, die Chancen sind da nicht besser geworden. Oh, damn, die wollten aber jetzt unbedingt welche kassieren. Schön, wie schnell die auch resetten, ne? Kann man auch taktisch nutzen. Kurz, so, den Dicken da hinten gleich mal noch zerschlagen. Oh, jetzt aufpassen. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Das ist das Schlimmste, was hätte passieren können. Ah, wie räudig, Mann. Das war echt kacke. Ah, einmal falsch getimed, ne, beim Zuschlagen. Und sofort kriegst du die Quittung. Ich glaube, auch beim Flammenwerfer wäre es sinniger, mit so Feuerstößen zu arbeiten. Das zieht nicht so viel Muni, aber gut. Wir sind jetzt hier nicht am Tryharden, ne? Ich schätze, es geht auch ohne. So, der Schalter ist anscheinend kaputt, oder was? Das ist ja super. Das heißt, wir müssen irgendwie einen anderen Weg nehmen dahin? Wieso das denn? Was soll das jetzt? Oh nein. Wie soll das jetzt gehen? Habe ich irgendeinen Schalter noch übersehen? Ich meine, einiges ist ja noch zu, ne? Aber wieso ist denn der Schalter jetzt kaputt, Mann? Ich war mir so sicher, dass wir da jetzt einfach durchmarschieren, wenn wir den Weg hier nehmen. Kann ich irgendwie an den Schalter rankommen? Boah, war da was drin und ich hätte es mit dem Verspötter herpullen müssen oder so, dass sich das auf den Schalter bewegt? Das sieht fast so aus, wa? Aber da war doch nichts drin. Das ist ja tricky, ey. Wüsste ich jetzt nicht. Komme ich mit meinem Schlüssel durch? Nee, geht auch nicht. Schreckensagenten kann ich auch nicht reinwerfen. Du, bin ich ja erstmal am Ende mit meinem Latein, ne? Ich hatte jetzt gesagt, von oben noch, aber macht irgendwie auch nicht so viel Sinn mit dem Weg hier. Tja. Herr Goldbold, das habe ich mir anders gedacht. Nochmal kurz checken, ob ich irgendeinen Schalter vergessen habe. Aber nein, habe ich nicht. Wow. Da dachte ich, ist ein easy secret. Werde ich einfach gebumst, ne? Pokémon Stadium war zu geil mit dem Kommentator. Ja, sie heizen sich mit Drohgebärden an. Der war viel zu motiviert für seinen Job. Immer wenn Tool zu Besuch ist, dann spielen wir auch erstmal eine Runde Stadium 2. Da gab es ja, oh nein,
Da gab es ja dann auch diese wunderbare Funktion, dass du eben zwei random Teams bekommst, ja, und dir dann auf den Kopf hauen kannst. Und der Kommentator ist einfach geil, ja, direkt vom Olymp. Donner! Der Schlag hat nur gestreift und so weiter. Während Fleckmon da steht, ne, und einfach nur lethargisch in die Kamera schaut. Der ist echt ein bisschen zu motiviert gewesen, aber das hat's so speziell gemacht. Das war einfach herrlich, Mann. Weiß ich noch genau, wie ich das unterm Weihnachtsbaum hatte. Oder in jeder, der Weihnachten kam, musste erstmal Runde Pokémon mit mir spielen, Junge. Geile Zeit gewesen, ja. Ist so. Für Pokémon Go müsste es ja auch rausgehen. Ja, das ist dann sowieso Hardcounter für mich, ne. Das ist so ähnlich wie diese Laserwand gerade beim Goldbolt. Da komme ich einfach nicht drumherum. So. Das ist, glaube ich, Skid, oder? Oder ist er die Reporterin? Ich erkenne es for real nicht auf die Distanz, Mann. Hallo? Nee, irgendwie bist du keins von beiden. Aber das war, glaube ich, der Punkt, wo das Interview stattfand, oder? Kommt mir irgendwie recht bekannt vor hier. Moin. Willkommen bei Hovercon, den intergalaktischen Hoverboard-Meisterschaften. Captain Quark verleiht dem Sieger des Wettbewerbs einen brandneuen Platin-Zoomerator. Ein Platin-Zoomerator? Das sollte Skids Agent doch beweisen, was du wirklich drauf hast, nicht wahr? Wart mal. Meinst du etwas Skid McMax? Ja, Skid konnte nicht kommen. Deshalb sind wir hier, um für ihn einzuspringen. Na, das werden wir ja sehen. Okay. Ich bin mal gespannt, was das jetzt wird, Mann. Es geht direkt los. Es gibt nicht mal eine Auswahl vorher, oder wie? Oh mein Gott, okay. Oh, oh, oh. Das ist ja ganz fürchterlich gerade. Aber ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich glaube, einmal so eine Box berühren ist direkt Kill. Okay, und einmal nicht passend X drücken ist auch direkt Kill. Puh, das wird, glaube ich, ein bisschen dauern, bis ich hier Licht sehe. Irgendwie hatte man noch ein Speed-Up, glaube ich. Oder kam das auch erst später? Kann sein, dass wir das mit der Zeit auch erstmal ein bisschen verbessern musste. Aber hier mit diesen ganzen Kisten konnte man tatsächlich sehr gut Bolts farmen. Oh. Wenn man es hier drauf hatte, dann konnte man nicht nur wie bei so Motocross-Games ein paar Stunts in der Luft machen, sondern man konnte hier auch mit am besten die Bolts farmen, ja. Das war schon ganz ordentlich, aber mit dieser Steuerung, Bruder, also, da weiß ich nicht, ob wir hier die ersten Plätze holen können, zumal es ja jetzt auch das einfachste Rennen ist, ne. Ich glaube, da hatte man tatsächlich auch verschiedene Schwierigkeitsstufen dann noch. Ich habe noch nicht mal das Timing für einen richtigen Absprung drauf, aber das wird's. Regenbogenstrecke, ja. Mario Kart, let's go. Aber geil. Geil. Das ist auch so ein, ich sag mal, Sport des Universums hier, den sie immer wieder mit reingebracht haben im unterschiedlichsten Ausmaß. Und das ist natürlich auch ziemlich fancy, ne? Wusste man immer, okay, irgendwann wird wieder... Oh. Yo, Doppel... Yo, Triple Rip, what? Irgendwann wird man so eine Art Hoverboard-Strecke haben. Ich glaube, im zweiten Teil war es dann auch nicht mal nur Hoverboard, sondern da gab es dann auch so verschiedene kleine Fahrzeugrennen. Aber alles eben so mit Minispielcharakter, sage ich mal, ja. Alles so im Minispielbereich. Auf der PS1 gab es noch gar keine Joysticks, oder? Diese Joy-Cons? Doch, ich glaube schon. Wobei der erste Teil hier ja auch schon PS2 war, bilde ich mir ein, ne? Aber auch die PS1, ich glaube, selbst bei Bugs Bunny und so bin ich auch mit dem Joy-Con schon rumgewuselt. Na, vielleicht gerade ein bisschen verwirrend, weil ich immer vom ersten spreche, ne? Aber damit meine ich den ersten Teil und nicht die PlayStation 1. Oh Gott, ich habe wirklich alles mitgenommen, was auf dieser Strecke existiert, ne? Einfach alles abgeräumt, Junge. Let's go. Oh, let's go. Sehr belastend. Damn, aber vielleicht kriegen wir das Rennen zumindest beendet, ne? In simplen 2 Minuten. Yeah, Bestzeit. Kein neuer Rekord. Was? Wer kennt noch das Spiel mit Hugo? Oh ja, welches immer im Fernsehen kam und ein Anrufer angeblich den NPC gesteuert hat. Den Teil kenne ich tatsächlich nicht, aber Hugo, ja, hatten auch gefühlt alle irgendwie auf dem Rechner. Und ab einem bestimmten Punkt wusste keiner, wie es weitergeht. Ab einem bestimmten... No way! War einfach Ende der Jumpscare. Yo, der räudige Hund. Ich fasse es nicht. Ach ja, und hier müssen wir tatsächlich einen anderen Weg auch wählen, weil, das hier ist so ein Teil, wo mein Cousin und ich auch sehr lange gestanden und gerätselt haben, weil wir nicht wussten, wie wir hier weiterkommen.
und da drüben jemand stand, der verdächtig aussah wie Captain Quark. Und wir dachten, okay, da müssen wir unbedingt hin und wir haben es ewig nicht geschafft. So wie wir diesen Skid McMarks-Dude vorhin auf dem Planeten ewig nicht gefunden haben, so war das hier ganz ähnlich, ja. Damn, Boy. Sven, das Schaf, ja. Das gab's auch. Das war ein bisschen sehr sexualisiert, aber das war ihm damals auf jeden Fall egal, ne? Da musste man schön die Schafe bumsen für Pump-Punkte. Also man war selber ein Schaf, ne? Und musste immer den zornigen Schäfern und so ausweichen. Das war auch ziemlich geisteskrank. War eigentlich auch da nie so deep drin, aber vor ein paar Jahren habe ich mal die Sammelbox mit allen Games von Morhun gekauft. Angefangen mit dem Klassiker und dann eben alle anderen Teile, Varianten etc. Ach, gucke. Ja, so schnell kann das gehen, ne? Weiß auch gar nicht, wo diese Sven-Games herkam. Ich glaube, die hatte irgendwer in der Schule dann auf dem USB-Stick. Der ist einmal rumgegangen und ab dafür, ne? Keine Ahnung, ob die irgendwie Freeware in einer Computerbildspiele waren oder wie auch immer. Das war auf jeden Fall auch wild, ey. So, wir haben da noch einen Weg, wie es aussieht, ne? Das ist dann hier vermutlich der Ausweg. Und, also der Ausgang. Und, na, ich lern's nicht mehr, Freunde. Ich meine es ernst. Wait, nein, was passiert denn hier? Raus. Hä, was habe ich gerade alles an Events getriggert, Mann? Das war ja unheimlich. Das war ja unheimlich. Nee, da geht's auch nicht weiter rüber, wa? Da geht's auch nicht weiter. Gewinne den Zoomerator. Ist es for real Main-Mission? Ich hätte jetzt gedacht, hier ist irgendwie so ein Teil, der mich rüberbringt zum nächsten Schritt, aber es sieht fast nicht so aus, ne? Da war gerade zu der einzige Weg. Da unten ist noch irgendwas Graues, links von unserem Schiff, das ja so unauffällig mit einem Stern markiert ist. Da war Rida kaufen, aber mehr Wege gibt's irgendwie nicht, ne? Ich habe fast das Gefühl, ich muss den Zoomerator gewinnen. Das könnte sein. Das könnte sein. Oh no. Das bringt meinen Plan jetzt aber ganz schön durcheinander, ne? Wir können ja nochmal zum Schiff fahren und gucken, ob wir da einen anderen Weg haben. Ansonsten muss ich wohl ein bisschen Hoverboard üben, ne? Na gut, wenn es echt nur die eine Strecke ist. Vermutlich gibt es dann hier noch nicht so viel Variation, ja. Dann ist das halt wirklich der Place to be. Essentiell für die Main Quest. Und auch essentiell für den Bolts Farm, ne? Wenn du diese eine Rampe mitnimmst durch diese ganz vielen Kisten. Tja. Sei denn, ich sehe hier jetzt noch was. So. Ah! Okay, schau an. Schau an, schau an. Genau danach habe ich gesucht. Das heißt, dieser graue Fitzelstrich da ist wirklich essentielle Wegführung, Mann. Was zum Teufel. Gut, Fazit ist also, Hoverboard kann man machen. Aber, wie habe ich gerade gesagt, nicht nur die Spiele sind älter geworden, null. Und das hier scheint dann der andere Weg zu sein. Jawohl, na dann gucken wir mal, ob wir da auch rüberkommen. Das sieht ganz gut aus. Und der Schwunghaken. Ja, bitte möglichst ohne als Fischfutter zu enden. Zack. Und Randa. Jawohl. So, es gab ja einen Teil. Ich weiß nicht, ob es der ist, wo man auch wieder gegen die Zeit anrennen musste. Ah ja, schau mal. Hier brauchen wir jetzt auch unser neues Gerät, ne? Unser Wasserdingen. Und ich glaube, es ist dieser Teil. Weil du hattest dann hier anscheinend, oh, einen Superlag. Ah, guck mal, vorhin haben wir von geschrieben, die Qualität der Internetverbindung reicht für das Streaming von Spielen nicht aus. Da gabst du gerade einen Serverlag, ne? Oh, damn. Und hier musstest du dann schnell wieder raus, weil das Wasser immer weiter anstieg. Und wenn du Pech hattest, bist du abgesoffen. Und das haben mein Cousin und ich auch ewig nicht geschafft. Ja, wirklich ewig und 3 Tage haben wir das probiert. Wir haben es nicht hinbekommen. Und dann eines Tages habe ich es geschafft.
dieses Level zu spielen. Und es war genau wie mit dem Finden von Skid auf dem anderen Planeten hinterm Schiff, ja. Und endlich konnten wir weiterspielen, Junge. Stundenlang haben wir das immer wieder getryhardet. War das geisteskrank. Rein damit. Da ziehen wir jetzt nämlich Wasser raus. Ja, es ist wirklich dieses Level. Boah, Leute, wenn ihr wisstet, was das mit mir macht, ne? Wir hatten dann sogar mal irgendeine Gaming-Zeitschrift und da war so eine Auflistung von Gadgets von Ratchet & Clank und da gab es dann das Hydro-Pack. Das war wie unser Heli-Pack hier, aber für unter Wasser, dass du da beschleunigen konntest, ja, mit so einem Upgrade für Clank und dass du ein Atemgerät hattest. Und dann dachten wir, okay, vielleicht brauchen wir das, um dieses Level zu spielen, aber nein. Wir waren einfach nur sehr, sehr kacke. Ja, und, Junge, was wir da gerätselt haben und wie lang. Hilfe, wirklich. So, Wasser steigt. Das heißt, wir kommen da drüben jetzt rein. Jo, das sieht alles richtig aus. Das passt sogar noch zu meiner Erinnerung hier. Einmal rein in den Klempnerberuf hier. Und mehr Wasser ablassen. Das ist schon eine sweete Mechanik, oder? Mit so Wasser rein, raus, ausgezeichnet. Das etwas andere Rein-Raus-Spiel hier zu später Stunde. Da nehmen wir noch ein paar mit. Und ab dafür. Das war aber auch gerade ganz schön frech, oder? Einfach mein Internet zu beleidigen. Der Stream läuft perfekt und PlayStation so, ja, Bruder, dein Internet. Drücke die Quadrat-Taste, um zu tauchen. Und die X-Taste, um aufzutauchen. Drücke die X-Taste fester, um schneller zu steigen. Um schneller zu steigen. Aber hier komme ich doch noch gar nicht wieder raus, oder? Dann muss ich hier jetzt doch mehr Wasser wieder reinlassen, um dann da durchzutauchen. Ah ja, da fängt es schon an, ne? Jetzt kommt nämlich das Tutorial-Tauchen. Und dann wollen sie dich richtig aus dem Leben böllern damit. Dann kommt gleich das kinderfeindlichste Level, das ich je gespielt habe in meinem ganzen Gamer-Dasein. Ach, wie sweet diese Atemleiste auch, oder? Mit diesen Blubbelblasen, das ist ja auch sehr schön. So, Ratchet, zügig und nach oben, einwandfrei. So, und das war jetzt die Vorbereitung auf den ultimativen Todeskampf. Dö. Dazu dann diese Amöben, ja, wir waren halt auch Kinder. Wir waren auch sehr lange Zeit einfach nicht in der Lage, aus unserem gewohnten Muster auszubrechen, ja. Das heißt, wir hatten einfach die Erfahrung gemacht, dass wir zu langsam sind, vor diesem Wasser wegzurennen, wenn wir die Gegner fighten. Wenn sie auf unserem Weg eben erscheinen. Und wir haben ewig und 3 Tage gebraucht, auf die Idee zu kommen, dann einfach die Gegner nicht zu bekämpfen. Das war ein Unding, so eine Idee zu fassen. Wir haben eher gedacht, wir müssen die noch schneller bekämpfen. Wir müssen die Tasten noch härter drücken. Ja. Drücke die X-Taste fester, genau. Warte bitte schneller. Ja, das muss alles doller gedrückt werden. Das war ja wie im Blutkessel hier, ne? Freudig. So, da haben wir einen Schalter. Und dann legen wir mal los, wa? Ah ja, guck an, das ist das schon. Das ist das Level, Leute. Das ist ein bisschen Trauma jetzt, ne? Boah, das ist ein bisschen Trauma jetzt. Ich sag's euch, pass auf. Big Jumpies. Ja. Wir sind aber gut in der Zeit gerade. Wir sind gut in der Zeit. Oh, hoch. Ja. Bloß keine Sekunde jetzt verschwenden. Oh Gott, und jetzt so ein Bereich hier. Oh, da muss ich ein bisschen hüpfen. Ja, das könnte schon zu langsam gewesen sein jetzt. So, hier rüber. Oh nein. Oh nein. Ratchet, schnell. Oh Gott. Es beginnt erneut. Das Trauma der Kindheit. Und runter. Ja, wir müssen tauchen. Wir müssen tauchen. Schön nach vorne. Ja. Und ab nach oben. Mehr Amöben und das Wasser steigt noch immer und tötet die Amöben, Junge. Wie bei WoW-Spielern, ne? Der Schmutz wird einfach weggewaschen. Oh, ich fürchte, ich bin zu langsam. Aber wir geben nicht auf. Wir belieben. Hier geht es runter. Ja. Oh, das wird sehr knapp. Oh, wird das knapp. Aber davon geht's schon rauf. Ratchet, jetzt? Nein. Was? Oh, der Weg ist weit. Ich muss viel schneller sein. Habt ihr gesehen, wie lang der Weg da noch war? Da müssen wir einen Teil vermutlich noch laufen, bevor ich tauche. Naja, vielleicht ja jetzt nochmal die lagfreie Variante. Bin gespannt. Los geht's. Ragequit 2.0, genau.
Ich hau dann einfach irgendwie um 23 Uhr mal mit einem Baseballschläger auf den Router. Dann fühlt er sich auch resettet, ne? So muss es sein. Okay, wir laufen weiter. Bisher liegen wir, glaube ich, gut in der Zeit. Ja. Doppelter für die Sicherheit. Ne, es leckt schon wieder. Es leckt. Was sind diese Mini-Lags? Ah, das war ja schlimm. Das war ja schlimm. Aber noch ist nicht vorbei. Noch ist nicht vorbei. Wir tauchen. So, dann X gedrückt zum schnellen Auftauchen. Auch dieser Tipp kam nicht von ungefähr. Und noch sieht's okay aus. Hier hat's gerade geleckt. Aber diesmal nicht. Dennoch sind wir nicht so gut in der Zeit. Aber ich kann ein bisschen länger Luft holen. Ich konnte ein bisschen länger Luft holen. Maybe ist das die Sekunde, die gerade gefehlt hat. Wir schwimmen auch schön an der Decke lang. Um dann gleich hoffentlich aufzusteigen. Oh Leute, das könnte es sein. Ey! We did it! Und es musste nur einmal alles crashen, was ging. Es musste nur einmal alles kaputt gehen, was ging, ne? Router hatte auch eine Wasserphobie, genau, irgendwie so. Ach, Mann. Ganz merkwürdig. Dankeschön für eure Tipps, Freunde. Zum Resetten und Umstellen. Wir werden da mal gucken. Wir werden das beherzigen. So sieht's aus. Dankeschön. Der First Try, jawohl. Gar kein Problem gewesen, oder? Wer hat denn hier Probleme bei diesem Level? Also, kenne ich auch nicht. Ist mir fremd, irgendwie hier zu ertrinken, ja. Lächerlich einfach, sage ich. Und wir fahren nach oben. Wie lange ich auf diesen Moment im ersten Teil warten musste, ja. Absolut heftig. Und da sitzt er, oder steht vielmehr, vor seinem Starmobil. Und wir haben lange Zeit gedacht, hier kommt direkt der Captain. Und wir haben das große Finale, aber ganz so war es dann wohl doch nicht. Moin! Was geht? Hey, die Pressekonferenz ist vorbei. Captain Quark will im Wohnwagen nicht von Reportern belästigt werden. Oh, mein Freund und ich müssen den Captain aber in Sachen der galaktischen Sicherheit sprechen. Du meinst du und deine laufende Kamera? Ihr Paparazzi macht mich krank, verschwindet! Aber Sir, Captain Quark wird es bestimmt verstehen, wenn... Nein, Spaß dir, ich weiß doch, wie es läuft. Ihr beschwatzt mich, euch reinzulassen, macht ein Foto vom Captain in Unterhosen verkauft ihr es an die Boulevardpresse für Millionen von Bolts! Sie verstehen das nicht. Und ich verdiene dabei 6 Bolts in der Stunde. Und ich muss mir die Predigten von diesem Geizkragen Quark anhören. Deshalb kommt ihr nicht rein, es sei denn, ich kriege einen Anteil im Voraus. Ah, natürlich will er Kohle. 4000 will er als Anteil. Das ist ja eine sehr, sehr gute Wache hier. Okay, wir haben die Kohle. Also werden wir auch reinpayen. Gar kein Ding. Yukina, hi, mir geht's gut. Bin ein bisschen sad, dass mein Router gerade random neu gestartet ist. Aber ansonsten alles fein. Ich hoffe bei dir auch. Seht ihr, wie es läuft? Man ölt das Scharnier und die Tür geht auf. Captain Quark? Was ist los? Ratchet und Clank, Captain. Sie wissen schon vom Hoverboard. Oh ja, ich weiß, wer ihr seid. Wirklich? Ja, und der Galaxie sei Dank, dass ihr hier seid. Hä? Es gibt einen schrecklichen Plan, unsere Planeten zu zerstören. Ratchet, er weiß es. Cool. Heißt das, dass wir jetzt wieder hoverboarden können? Freunde, wir sind alle in großer Gefahr. Und ich glaube, zusammen können wir diesen Wahnsinn noch aufhalten. Zusammen? Sie meinen, wir sollen ihnen helfen? Hör zu, Ratchet. Ich habe dich beobachtet und ich habe noch nie ein solch unglaubliches Talent gesehen. Du wirst ein großer Held werden. Echt? Sie meinen, ich werde berühmt? Oh ja, absolut. Oh, hier, nimm das. Ein Flüsterbot. Woran liegt es, dass manche ewig unerkannt schuften, während andere zu Helden werden? Ist es Stärke, Mitgefühl, Zielstrebigkeit oder einfach nur Glück? Diese Frage beschäftigt die Weisen seit vielen Jahrtausenden, doch Captain Quark kennt die Antwort. Deshalb konnte er mehr Tyrannen stürzen, mehr Damen in Not zu Hilfe eilen, mehr Zivilisationen retten als jeder andere Held der Galaxie. Jetzt haben Sie die Chance herauszufinden, ob Sie zum Helden taugen. Dieser Infobot enthält die Koordinaten von Quarks geheimen Stützpunkt. Können Sie mit Karacho Quarks Killerkanonen mit gräulichen Kräften, schlagen Sie sich zum Herz der Basis durch. Beweisen Sie sich,
erfahren Sie die Antwort. Verewigen Sie Ihren Namen in Geschichtsbüchern. Sprechen Sie vor ungewohnter Anstrengung mit Ihrem Arzt. Keine Haftung bei Tod oder Verstümmelung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Noch etwas leiser, bitte. Trefft mich in meinem Hauptquartier. Hey, Captain Ratchet, was hältst du davon? Wir werden Sie nicht enttäuschen. Versprochen, Sir. Nice, Planet Umbris. Das hat sich gelohnt. Ja, mit dem Captain ist mit Sicherheit nichts faul oder so, ne? Wie der in seinem Wohnwagen chillt und in dem Wohnwagen ein Bett stand. Richtig luxuriös eingerichtet, Mann. Damn, ich habe nur noch eine Bombe hier für den Rückweg, aber ich frage mich gerade, ob ich den überhaupt freischalten sollte. Vielleicht für die Sicherheit. Moin. Putz. Jawohl. Die sind im Eimer. Und die haben zum Glück auch nicht so eine hohe Aggro-Range. Die haben sehr zügig... Oh, keinen Bock mehr auf mich. Aber der Blaster hat auch nicht so Bock auf die. I see. Nun gut. Jo, dann fliegen wir doch zurück zum Schiffchen. Und würde sagen, da machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Junge. Warte, so. Irgendwann kommt der Moment, wo ich an diesem Taxi vorbeifalle und wir wieder ganz am Anfang stehen. Am besten am Anfang von diesem Wasserrätsel gerade. Junge, ich fasse es nicht, dass das wirklich tricky war. Ich habe echt geglaubt, wir waren nur scheiße. Naja, kann sein, dass wir das trotzdem waren, aber das war diesmal nicht allein ausschlaggebend, ne? Das war auch ganz gut zu wissen. So, dann hätte ich gesagt, wir jetten mal noch rüber. Gucken mal, ob noch was auf dem Flug zum nächsten Planeten passiert. Und da machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Jo, Quarks Hauptquartier auf Umbris. Quarks Angriff überstehen. Seinen Angriff. Ist da direkt der Verrat geteasert oder... The fuck? Na mal gucken. Unser Shuttle hält ja bisher gut aus, ne? Da wird's das bestimmt auch noch aushalten. Einmal durch die Galaxie zu neuen Welten. Na, ja, das sieht schon mal sehr einladend aus. Aha. Schön zerklüftetes Gelände mit Stacheldraht. Sympathisch. Willkommen auf meiner Übungsstrecke. Hier könnt ihr allen zeigen, dass ihr stark und tapfer seid. Wie ich. Besteht die Strecke, um mir gegen das Böse helfen zu dürfen. Haben wir nicht schon genug getan? Was? Ich verstehe nichts. Ich sagte, haben wir nicht. Tut mir leid, ich höre nichts. Sag's mir später. Später? Dann könnten wir tot sein. Was? Na gut, hey, Mann. Machen wir's halt. So eine Scheiße. Weißt du, selber hier mit irgendwelchen flüsternden Infobots um die Ecke kommen und dann mich nicht hören oder wie? Was sind denn das für Geschütztürme da? Das ist ja ganz Silvester auf nur einer Map vereint, oder wie? Heiliger, habe ich wenigstens eine neue Waffe? Ein paar tolle Sonderangebote. Minenhandschuh. Oh. Der klingt eigentlich auch lecker, ne? Aber ich glaube, wir heben unsere Bolts erstmal auf für den Reader. Nee, nicht für den Reader, aber vielleicht müssen wir auch hier wieder irgendwo reinpayen. Und Minen, weiß ich nicht, ob ich die gerade fühle. Je nach Gegnertyp vielleicht interessant, ne? Aber manchmal reicht es ja auch einfach, ein paar Bomben reinzuwerfen. Gut, Leute, dann war es der erste von vielen weiteren Ratchet & Clank Streams. Ich glaube, den ersten Teil werden wir in sehr wenigen Streams durchbekommen, wenn ich nicht irgendwo einen kompletten Hänger habe. Was passieren kann, wie wir heute beim Hoverboarden oder beim Tauchen gesehen haben. Und allgemein sind die Games jetzt nicht so lang. Ne? Sind ja auch eher Spiele, die dann gerade in den neueren Versionen auch so einen New Game Plus Modus haben, um da die Waffen zu leveln, die Hidden Bolts zu finden und so weiter. Ja. Und darum glaube ich, wir werden insgesamt einen kurzweiligen Spaß, aber dennoch einen sehr großen haben. Mhm. So ist der Plan. Deswegen Dankeschön. Fürs zahlreiche Erscheinen. Vielen Dank für die wunderbaren Talks, euren herrlichen Support und dann hoffentlich bis zu den nächsten Lombax-lastigen Runden.